Weißt, die erste Tagesschau der Woche freut mich, dass Sie heute Abend dabei sind. Bei mir heute Abend ein Phänomen, ein politisches Phänomen. Mit 24 Nationalrätin, mit 32 ist sie Nationalratspräsidentin und in der Umfrage. Heute ist herausgekommen, wenn jetzt, heute oder in diesen Monaten Bundesratswahlen wäre, würde sie vom Volk gewählt, wenn es das überhaupt gäbe. Es ist natürlich Pascal Bruder, wir kennen uns seit vielen Jahren. Pascal, danke, dass du gekommen bist. Wer bist du? Ich bin ein glücklicher und sehr dankbarer Mensch. Ich habe eine wunderbare Familie, die mir sehr viel bedeutet. Und ich habe eine tolle Aufgabe als Politikerin, als Ständerätin vom Kanton Aargau. Ich gehe voll auf in meine Aufgabe. Ich glaube, ich bin ein Typ, der sich extrem begeistert von spannenden Aufgaben, von tollen Leuten, von tollen Ideen. Ich schaue eher aufs Positive, weder aufs Jammern und aufs Negative. Ich habe nachgelesen in der Zeitung Sonntag, das ist eine Zeitung aus dem Kanton Aargau, hat der Chefredakteur Patrick Müller über dich geschrieben: Bruder gilt unter Politikjournalisten als eher langweilig. Eine knackige Schlagzeile wird es nicht hergeben. Du beweist, dass er Unrecht hat. Sag etwas Knackiges über den Herrn Vasella. Er hat, nein, der Patrick Müller hat extrem recht. Aber es ist tatsächlich einfach, zum Vasella im Moment etwas Knackiges zu sagen. Gut, also, absolut unglaublich, aber unverständlich. Aber das ist nicht einmal genug knackig, ich weiss. Eben, das ja, haben alle klar schon gesagt. Jetzt habe ich erwartet, irgendetwas nein, Spezielles. Patrick Müller hat recht. Ich bin langweilig. Und es ist fast erstaunlich, dass du mich, Roger, in deine Sendung einlässt, wo man eigentlich die knackige Worte bringen müsste. Genau. Schau mal, vielleicht klappt es ja okay, bei dir. Jetzt wollen wir mal schauen. Wir haben hier, weil das ist natürlich die ganz grosse aktuelle Geschichte, haben wir ein Statement vom Herrn Vasella, das er vor einiger Zeit gelesen machte. Sie hätten eine Konkurrenzklausel unterschrieben, 5 Jahre zu einem Millionenlohn pro Jahr. Stimmt das? Das ist falsch. Welcher Teil? Der Geldteil. Was sagst du da dazu? Das ist vor ein paar Wochen, wo wir noch nicht wussten, dass es 72 Millionen sind. Jedes Jahr 12 Millionen, 6 Jahre lang. Und er sagt, der Geldteil ist falsch. Falsch war das Gegenteil. Nämlich, es sind nicht 5 Jahre, sondern 6 Jahre. Was sagst du zu dem? Es sind 6 Jahre. Es ist wie viel? Jeden Monat eine Million? Jeden Monat eine Million. Es ist einfach arbeiten. Unfassbar. Nein, aber dass er lügt. Ja, er wird wahrscheinlich irgendeine Interpretation finden, wie er das gemeint hat. Er ist ja nicht sehr klar, oder? Er sagt, ein Teil ist falsch, der Geldteil. Ja, der Geldteil, man fragt, Millionen kommen rüber und er kommt ja Millionen über. Also kann der nicht falsch sein. Es ist nicht einmal eine Zahl genannt worden. Tatsache ist, dass es die ganze Schweizer Bevölkerung und ich glaube die ganze Schweizer Politiklandschaft nicht kann verstehen, was das für eine Mentalität ist, was das für Werte sind, die hinter so einer Einstellung stecken. Und er macht natürlich beste Abstimmungspropaganda für die Initiative gegen die Abzockerei. Aber er muss ja annehmen, hat müssen annehmen, dass das mal rauskommt, wie es wirklich ist. Also niemand hat sich das vorstellen können. Dass so, aber wenn er trotzdem das sagt, der Geldteil ist falsch mit den Millionen, was ist das für eine Haltung? Ist das Arroganz oder was? Arrogant kommt manchmal über sein Unverständnis und sein fehlendes Gespür für das, was die Leute beschäftigt. Und er kann sich, glaube ich, effektiv nicht vorstellen, dass für Normalsterbliche so ein Salär absolut einfach unerklärbar ist. Und das finde ich für doch eine Führungsperson, die ja auch Menschen führt und in dem Sinn irgendwo auch Wert sollte weitergeben, finde ich sehr bedenklich. Du bist immer geulten oder bist als das Kandidat die Jüngste und die Schönste, oder? Jawohl. Gehören die beiden Sachen zusammen? Ja, also jung ist wenigstens etwas, wo man kann im Alter und die Anzahl Jahre festmachen, ob jemand schön ist oder nicht, kann man glaube nicht einfach so definieren. Aber jung sein ist natürlich etwas, was mich begleitet hat. Das klar, ist ein Sättigkeit, wo ich kann verstehen, dass mir das aufgeklärt ist. Aber wenn du weniger attraktiv gewesen wärst, hätte es nicht so schnell funktionieren. Ja, was ist Attraktivität? Wenn man spürt, dass ich Freude habe an einer Aufgabe, dann ist das vielleicht etwas, was Attraktivität steigern kann. Ja, ja. Also, hör mal, du bist mit 174 von 82 Stimmen zur Nationalratspräsidentin gewählt worden. Alle lieben dich, alle sind Fan. Aber der ganze Saal ist vor... sicher nicht wegen dem Aussehen. Oder ja, was willst du jetzt genau sagen? Vielleicht hast du einfach keine Kante und Ecke. Du hast es nicht einmal geschafft, irgendeinen verrückt zu machen. ein oder andere wahrscheinlich schon. Nein, noch ein bisschen mehr. Nein, aber man ist ja, man sind ist, das vielleicht deine eigenen Genossen von links? Glaube ich nicht. Man ist ja 2 Jahre Vizepräsidentin. Ja. Oder? Und ich konnte in diesen 2 Jahren vermutlich zeigen, wie ich den Rat führe, dass ich die Aufgabe ernst nehme, wie ich es mache, wie ich mich organisiere und dass ich auch ein bisschen Ordnung in das ganze Parlamentswesen bringen kann. Und ja, das ist dann, glaube ich, auch wertgeschätzt worden. Also jemand, der dich gut kennt, ist dein Vater. Und man hat ihn mal gefragt, ob du eigentlich ein politischer Mensch bist. Und zwar am Tag von deiner Wahl im Nationalrat, was ist deine Antwort? Ich denke... Ja, vielleicht auch nicht so. Aber ein bisschen schon. Ja. Aber sie sieht glaube, das Ganze auch ein bisschen menschlich. Und sie ist auch ein gläubiger Mensch. Und ich denke,
sehr menschlich, nicht nur politisch. Nicht politisch hart, wie es zum Teil heute so eigentlich ist. Also, was sagt er da? Dass du nicht politisch bist, oder obwohl du ein politisch bist, keine klare politische Ansicht hast? Oder beides zusammen? Wir müssen ihn nicht fragen, wie er das gemeint hat. Ich merke vor allem eins, das muss lange her sein, weil so jung habe ich meinen Vater nicht in Erinnerung. Das war bei deiner Wahl, also vor 10 Jahren. Nein, ein bisschen mehr sogar noch. Ja. Er hat ein ganz wichtiges Stichwort gebracht, menschlich. Ich glaube schon, dass die Politik, aber wo ich mich dann, zu politisch. Warte, Roger, die Politik, wo ich mich dafür einsetze, eine menschliche Politik, ist auch eine ausgewogene Politik. Politik in den Augen von meinem Vater und in den Augen von vielen ist das Hickhack, das Einseitige, anstehen für nur eine Position und nicht wollen sehen, dass es noch eine andere gibt. Und ich bin nicht die typische Politikerin. Und vorher haben wir das Stichwort langweilig gehabt. Ja, es ist manchmal langweilig. Mhm. Es ist so. Und ich bin trotzdem habe ich mich nicht verändert auf meinem Weg, auf meinem politischen Weg. Ich weiss, dass das gefordert werden würde, dass man ab und zu ein bisschen härter reinhält. Ich konnte mich selber bleiben in der Politik. Also gut, und bin extrem dankbar. Da werden wir noch ein bisschen drauf kommen. Aber meine Positionen sind klar. Und das ist wichtig. Die sind klar in der Mitte. Also, eben, du hast dich keine Finger geschaut. Und, Nein, ich bin nicht in der Mitte. Ich bin eine Sozialdemokratin. Am rechten Flügel von der Sozialdemokratie. Aber ich stehe nie für sozialdemokratische Grundsätze. Ich bin für Anliegen eingestanden, schon von allem Anfang an im Bundesbern, wo alles andere als mehrheitsfähig war. Mhm. Zum Beispiel gleiche Rechte für Behinderte. Eine Initiative, wo ich vorangestanden bin, mit 38,8 Ja-Stimmen positiv ausgedrückt, abgeschifft an der Urne. Ja. Aber das ist ja, weil in deiner Familie gibt es ja sehr viele Behinderte, Gehörlose. Ich frage mich, hätte dich das Thema interessiert, wenn das nicht der Fall gewesen wäre? Ich glaube effektiv, das ist eines von diesen Themen, das mich darum so betrifft und auch in Politik geführt hat, weil ich selber habe miterlebt in der Familie, eben, was es kann bedeuten kann. Und wenn es das nicht gewesen wäre, dann, was hättest du dann ausgesucht als Thema? Ja, das ist schwierig. Du gehst als Mensch in die Politik. Mhm. Du gehst ja nicht, und da, also bei mir war es so, ich weiss nicht, ob es Leute gibt, die sich sagen, ich will jetzt Politik machen, ich weiss noch nicht, welche Themen das mich bewegen. Ich bin reingegangen, weil ich gemerkt habe, im Bereich von der Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, im Bereich von der Integration von Menschen mit Behinderung, haben wir auch noch heute, auch noch in der Schweiz, grosse Mängel und wollte mich für das einsetzen. Mhm. Das war eines dieser Themen. Also es war noch ein Zufall, dass das Thema an dich herangekommen ist. Es ist ein Zufall. Es ist noch viel schlimmer. Was? Es ist noch ein viel grösserer Zufall, warum ich überhaupt in die Politik gekommen bin. Es sind all meine Verletzungen, die ich im Sport hatte. Ich glaube, so schwer ist, der Sport ist für Profi-Handballerin geworden. Hätte ich probiert. Genau. Aber mit meiner Größe ist das ein bisschen schwierig. Habe ich mich auch gefragt. Aber es ist auch zufällig, dass du bei der SP bist, weil die ganze Familie war der SP. Eigentlich, wenn man so eben schaut auf dem Spider, wo du stehst, wo du wählst, wärst du eigentlich in der FDP daheim. Glaube ich nicht, aber du hast einen wichtigen Punkt verwischt. Ich habe nicht gewusst, einfach so, in welche Partei das ich möchte. Ich habe zuerst gedacht, dass ich mich politisch engagieren will und habe nachher ein Gespräch mit 3 verschiedenen Parteien gesucht, um herauszufinden, wo ich am besten anpasse. Weil ich nicht einfach die Parteiprogramme lesen wollte und nicht einfach wollte, weil es meine Vorfahren gemacht haben. Aber hast du dann trotzdem gemacht? Ja, aus Überzeugung. Gut. Du bist mit 24 Nationalrätin geworden, mit 34 bist Ständerätin, mit 44 bis 20 Jahren dann im Parlament. Furchtbar. Ja. Und Berufserfahrung, eine richtige, hast du ja natürlich nicht machen, weil du so früh in die Politik gekommen bist. Also wie ist das, wenn man so früh ankommt, an alle diese hohen Ämter, ist das nicht auch möglicherweise dann im, was soll ich sagen, im langen Blick auch eventuell ein Nachteil? Es ist, man muss ganz fest darauf schauen, dass man trotzdem Berufserfahrung macht. Und das ist wirklich schwierig. Das kannst du jetzt nicht mehr machen. Ich habe, nach dem Studium direkt bin ich eingestiegen. Ich habe damals bei Microsoft Schweiz gearbeitet. Ich konnte auch sonst keine Berufserfahrung sammeln. Und ich habe vor allem in den letzten Jahren, das hat mir viel bedeutet, habe ich als Geschäftsführerin von der Krebsliga Aargau auch Leute leiten und habe vor allem gemerkt, dass mir das eigentlich sehr leid, auch das Arbeiten neben der Politik. Cool. Und der Verzicht auf die Berufstätigkeit ist mir nicht einfach gefallen. Aber es hat einen wunderbaren Grund dafür gegeben. Ich durfte eine Tochter auf die Welt bringen. Ich bin die Mutter, die mir für die Zeit, für die Familie auch genug Zeit nehmen. Und ich bin Ständerätin. Und das zusammen füllt mich voll aus. Gut. Also, du bist immer die Jüngste. Und das ist man so lange, bis man es dann nicht mehr ist. Du hast mit Christa Markwalder zusammen den U35-Club gegründet. Alle die unter 35 im Parlament. Einmal in der Session ist man da ins Berner Nachtleben gestürzt. Aber jetzt bist du 35. Bist du draußen?
Nein, ich bin immer noch dabei, aber es ist so eine komische, es ist so komische Regeln. Ja, Christa würde eben schon länger nicht mehr dazu und darum haben Christoph Darbele und Christa Markwalder haben die Regeln eingeführt. Die, die unter 35 gewählt werden, dürfen dabei bleiben. Ist ein bisschen eine faule Regel. Genau. Es ist einfach so lässig, dass niemand, darauf verzichten will. Wir haben wirklich einen guten Club und die Idee ist ja nicht einfach, sich ins Nachtleben stürzen, gehört auch dazu, ich gebe es zu. Aber es hilft extrem, wenn man sich über Parteigrenzen aus austauscht und kennt, jenseits vom Politischen. Wir haben keine Traktanten, wir haben keine politischen Themen. Aber das heisst doch jetzt im Bundeshaus traut keinem über 35? Ah nein, nicht. Also, natürlich ist das Thema Bundesrat bei dir immer, oder so in den letzten Jahren, auftaucht. Und das hast du folgendermaßen Kindern erklärt. Ja, die Frage kommt immer wieder, ob ich Bundesrätin werden möchte. Und ich kenne das Leben ein bisschen von den Bundesräten und Bundesrätinnen. Die tun sich 100% ihren Beruf verschreiben. Die haben fast kein Privatleben. Man steht sehr, sehr, sehr früh am Morgen auf. Und man geht sehr, sehr, sehr spät zur Nacht ins Bett und hat einfach geschafft den ganzen Tag. Okay, aber Furchtbar, geschafft den ganzen genau, Tag. Genau, das liegt ja gar nicht. Nein, du hast am 2010 im Interview gesagt, es ist nicht der richtige Zeitpunkt für eine Kandidatur. Das heisst, ja, aber noch nicht, oder? Also, wenn ich da noch etwas jünger ausgesehen habe als heute, was ich gesagt habe, das stimmt natürlich. Ja, aber gleich, aber du hast gesagt, es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Und auch aus heutiger Sicht, muss ich sagen, ist das für mich kein Ziel und keine Option. Ich kann mir schlicht nicht vorstellen. Nein. Aber die Aufgabe als Bundesrätin ist eine wichtige und eine spannende, faszinierende. Ich sage nicht... Du musst es ja machen. Es bringt ja gar nicht anders übrig. Ich kann mir es echt nicht vorstellen. Du hast ja Amtszeitbeschränkungen in deinem Kanton. Wie deiner Partei, 12 Jahre Amtszeit. Habe ich lanciert. Eben, genau. Wie sagst du, ist meine Idee gewesen. Gut, jetzt ist heute die Umfrage rausgekommen. Also, wenn das Volk würde wählen, würdest du mit 43%, glaube ich, oder 34%, hat es geheißen, würde dich wählen, Schneider-Ammann 23%, obwohl du keine Kandidatin bist, etc. Das heisst, das ist alles aufgeleist, oder? Im Prinzip, du bist der Darling der Nation. Also erstens weiss ich nicht, ob Darling von der Nation wirklich die Richtigen sind für im Bundesrat. Und ob ich es bin, das würde ich sowieso bezweifeln. Mhm. Aber nein, die Tatsache ist, ich, ehrlich gesagt, wirklich offen, mir bedeutet die Umfrage nicht sehr viel. Das sagt ich würde sie, ja, aber ich bin auch noch Politologin. Mhm. Ich würde auch die Repräsentativität ein bisschen in Zweifel ziehen. Es ist eine Online-Umfrage. Und ich orientiere mich nicht nach solchen Umfragen. Ist ja klar. Ich finde es übrigens auch gut, dass wir nicht eine Volkswahl haben vom Bundesrat. Weil genau solche Umfragen würden dazu führen, dass unsere Bundesrätinnen und Bundesräte mehr Wahlkampf machen, statt sich auf ihre Aufgabe, die genug grosse Aufgabe ist, eben von morgen früh bis zum Abend Sport arbeiten, konzentrieren. Also ich finde es gut, dass wir nicht Bundesräte auf solche Umfragen schillen. Das überrascht mich überhaupt nicht, weil du weißt, das Parlament würde dich noch viel leichter wählen als Volk. Oder? Du hast immer schon Führungseigenschaften gehabt. Du warst Captain der Handballmannschaft, du warst Klassensprecherin. Darum der Job, Nationalratspräsidentin, ist dir, wie sagt man, auf den Leib geschneidert. Und schauen wir doch mal ein bisschen die kurzen Sequenzen an. Das bist du. Und wie da eine heikle Situation wissen, von dir irgendwie gemeistert wird. Von der SVP, die uns heute einmal mehr verhöhnen. Die Ersten sind, die hohle Hand machen, wenn der nächste Sturm die Wälder umfegt und an ihren Bauernhäusern herumrupft. Es ist eine verdammte Frechheit, Herr Rechsteiner. Du stellst ihm einfach den Strom. Herr Amstutz, Sie können eine Frage stellen, wenn Sie möchten, eine Bemerkung nicht. Ui, was war das? Die Zunge? Keine Ahnung. Entschuldigen Sie sich bei der Lampe. Aber es ist sicher nicht so. Ihre 3 Minuten sind abgelaufen. Ich wüsste nicht, wofür ich mich entschuldigen muss. Also das liegt dir total. Das ist so Touchmeisterin sein, oder? Ich habe im Fall übrigens nicht den Strom abgestellt. Ah, meinen alle, dürfen wir das Bild gerade noch schnell sehen? Ja. Der hier hinten. Ah. Unscheinbar und hinten im Ecken, aber der hat es gemacht über das Mikrofon. Nein, und wenn einmal jemand nicht mehr reden kann, dann bin das nicht ich, der abgestellt hat, sondern dann ist das der Tontechniker dort hinten. Aber man hat das Gefühl, so eben, so Dirigentin und so sie vom ganzen National, das hat dir überhaupt super gefallen, oder? Es ist eine schöne Aufgabe, eine wichtige Aufgabe. Wichtig. Aber politisch ist sie eigentlich nicht unbedingt. Politisch nicht wichtig und mächtig wie in anderen Ländern. Für mich persönlich wichtig, weil ich natürlich in diesem Jahr an Begegnungen und Erfahrungen dazugewinnen konnte, die nur wenige können. Und ich muss sagen, ich trage das in mir innen als eine grosse Bereicherung. Genau, und das hat ja zu dem geführt, eigentlich fast zwangsmässig. Pascal, Bruder. Du bist
Politikerin des Jahres geworden. Grossartig natürlich. Eben, alle lieben dich, wo du bist. Du kannst es einfach immer anbringen, dass alle dich super finden. Obwohl eben politisch nicht immer wichtig ist. Das wäre erstaunlich. Ja, die Auszeichnung ist ja am Jahr oder am Ende des Jahres als Nationalratspräsidentin gewesen, aber insbesondere auch, weil ich denke, es war auch wegen dem, gewesen, so ist es begründet worden, probiert habe in diesem Jahr, in dieser Amtszeit, auf etwas aufmerksam machen, was wichtig ist in unserer Gesellschaft, nämlich, dass sich Generationen auch mehr austauschen, mehr in Kontakt kommen miteinander. Wir leben in einer Zeit, wo permanent der Krieg zwischen den Generationen zelebriert wird, medial, was überhaupt nicht so ist. Wir profitieren extrem davon, dass es eben verschiedene Generationen gibt, die füreinander einstehen. Und ich finde auch, dass das Jammern über die längere Lebenserwartung, die es wahnsinnig schwierig macht für unser Sozialwerk. Wir können einfach auch nur froh sein, dass es Menschen gibt, die sich im Alter auch noch mal engagieren für unsere Gesellschaft. Und das war ein Aspekt, der hier auch gewürdigt wurde. Aber auch ich war überrascht, Roger Schawinski, über die Auszeichnung. Und das wirst du dann auch im Alter noch zeigen. Also etwa in 40 Jahren werden wir dann das auch noch bei dir persönlich leben. Aber du bist ja jetzt im Ständerat. Dort sind ja vor allem die Eltern. Und dort ist nicht mehr so viel Action. Und der TCN hat mir gesagt, das ist ja ein Larifari-Betrieb im Vergleich zum National. Man ist nicht ausgelastet. Was machst du dort eigentlich? Ich finde es gar nicht ein Larifari-Betrieb. Und ich bin wirklich, ich habe das Gefühl, ich bin am richtigen Ort. Ja. Ich bin sehr glücklich. Es ist auch nicht so, dass das einfach die ältere Kammer ist, sondern es ist wahrscheinlich auch, das Stichwort langweilig, vielleicht ein bisschen die langweiliger von den beiden Kammern, weil mehr sachpolitisch debattiert wird und echt debattiert wird. Mhm. Debatte ist schwierig im Nationalrat, im Ständerat möglich und weil weniger Parteipolitik im Vordergrund steht. Und nach 10 Jahren im Nationalrat, wo auch ich Parteipolitik gespürt habe, bin ich froh, jetzt im Ständerat. Aber hast du überhaupt Parteipolitik gemacht? Du bist ja Ständerätin geworden im bürgerlichen, sehr bürgerlichen Kanton Aargau. Hast sogar SVP-Stimmen geholt, sehr viele. Was sagt das aus über deine politische Haltung? Ich glaube, das Stichwort Parteipolitik, habe ich überhaupt Parteipolitik gemacht? Das kann man wirklich stellen. Ich war ja 4 Jahre im Parteipräsidium. Und ich habe dort wirklich so ein bisschen die andere Seite der Medaille kennengelernt. Wer wie ich immer nicht nur schwarz-weiß sieht, sondern auch die Vor- und Nachteile auch abwägen. Für den ist es relativ schwierig, in einer Parteispitze nachher hinzustehen, wo man ja muss auch die Einseitigkeit und die ganzen parteipolitisch eben klaren Positionen einbeziehen. Und ich habe für mich echt gemerkt, das ist die Kehrseite vielleicht. Für das liegt mir nicht so. Und darum auch sage ich, bin ich wahrscheinlich im Ständerat, Entschuldigung, besser am richtigen Ort. Die älteren Herren fahren ja sehr oft auf jüngere Damen. Man hat jetzt gerade die Brüderle-Diskussion in Deutschland gehabt. Hast du auch schon das Gefühl gehabt, dass da irgendwie Sachen gelaufen sind, die man dich zum Teil auch anmachen wollte? Nein, das überhaupt nicht. Nein aber was man natürlich erlebt, wenn man jung, ich glaube, es ist eher das Alter, weder das Geschlecht, wenn man jung ins Parlament kommt, man merkt, man muss sich auch zuerst beweisen. Die Leute müssen zuerst merken, dass man das, was man anpackt, gut machen will, dass man ernsthaft sich vorbereitet. Und das macht man vor allem mit den Kommissionen. Das ist wichtig, dass man dort zeigt, nicht einfach, ich bin der vordurch Sachen verlangt und macht, sondern ich arbeite, ich arbeite Kompetenzen aufarbeiten und ich tue nachher dort mitreden, wo ich wirklich etwas zu sagen habe. Aber ist nicht für dich ein bisschen ärgerlich, dass man immer wieder dieses Äußere anspricht? Ich habe x Zeitungsartikel... Das machst du vor allem du, Roger. Nein, ich habe x Zeitungsartikel gelesen, wo immer das wieder erwähnt wurde. Ich freue mich auf den ersten Mal, der hier Gast ist und du fragst ihn, ob er durch sein wunderbares Aussehen, all das erreicht hat. Das freue ich mich drauf. Ja, aber das ist doch die Frage auch, weil ich das Gefühl hatte, du interessierst dich darum nicht für eine Frauenquote, weil du brauchst sie zu allerletzt, oder? Du mit deinem Charme. Das sind jetzt ganz verschiedene Sachen. Wir können gerne über die Frauenquote diskutieren. Bist du dafür oder in der Wirtschaft oder in der Politik? Oder wo meinst du? Überall. In der Wirtschaft habe ich das Gefühl, wäre es an der Wirtschaft selber, sich jetzt als Ziel zu setzen, von mir aus auch mit einer Quote, bis dann und dann haben wir die Vertretungen erreicht, durchaus mit einer Quote. Und wenn nicht, wäre es Zeit für ein Gesetz. Weil die Wirtschaft schneidet sich tief ins Fleisch, indem sie selber nicht schaffen, die Frauen das Potenzial zu rekrutieren. Ich bin der Meinung, wir wollen die Frauen fördern mit ihrer Ausbildung, mit ihren Qualifikationen. Und wir können das nicht einfach durch Zuwanderung decken. Das und in der Politik? Etwas... Bist du auch dafür für Quote? Ich glaube nicht, dass es nötig ist in der Politik. Es hat sich sehr vieles bewegt.
Dankquote im Hintergrund. Die SP hat zum Beispiel Dankquoten auf der eigenen Liste schon vor Jahrzehnten geschafft. Das? Quoten sind... Männer sind völlig unten durch. In Zürich, ein Mann in der SP, hat überhaupt keine Chance mehr gehabt. Oh, die armen Männer. Ja. Wenn Gleichberechtigung auf der Liste ist, sind schon verloren. Nein, die es ist nicht gleichberechtigt. Aber reden wir mal zu etwas anderes. Also, zum Thema... Quote hat nicht geheißen, 60% Frauen auf der Liste. Oder aber so, die sind einfach immer vorne auf der Liste. Man schaut für ein Ausgleichungsverhältnis. In der SP Zürich sind immer vorne auf der Liste. Also, ich weiß nicht, wie es bei SP Zürich war. Im SP Aargau haben wir einfach dafür geschaut, dass ähnlich viele Kandidierende sind. Du hast also eben die Ständeratswahlen gewonnen und dein Mann, der Urs Weiss, hat dann... Wir sind jetzt sehr froh, dass wir eine Woche Ruhe haben. Und die Gefühle und auch die Emotionen, die werden vermutlich in der nächsten Woche schön wieder wir auch können spüren. Oder? Jetzt hat man die Anspannung natürlich schon gespürt, das ist klar. Er redet immer von mir, aber es ist ja um dich gegangen, oder? Ja, man spürt ihm ja, oder man merkt ihm selber auch an, dass die Anspannung vor allem auch bei ihm gross war. Man muss einfach sagen, es war nicht einfach ein Wahlsonntag, sondern es ist auch eine Woche nach der Geburt von unserer gemeinsamen Tochter. Aber wie ist es für ihn, neben oder hinter so einer Strahlenfrau zu sein? Was machst du damit, er sein Selbstwertgefühl nicht irgendwie angeknackst sieht? Sein Selbstwertgefühl ist wunderbar. Ist und darum, es zeugt vielleicht einer von dem, der die Frage stellt, dass man sich so etwas nicht vorstellen kann. Es ist nicht jeder dafür gemacht. Ja. Der in der Öffentlichkeit auch steht. Und er sucht das überhaupt nicht. Ja. Und ich finde das absolut in Ordnung. Ich weiss nicht, ob du die hervorragende dänische Serie Borgen gesehen hast. Das ist der erste dänische Ministerpräsident mit einem sehr liberalen Mann, der ihr alles wollte, zu lieb machen. Und irgendwann hat es ihn ausgehängt und gesagt, lass mich entscheiden. Mhm. Also offenbar ist es nicht ganz so einfach. Da frage ich dich, gibt es da irgendetwas, was zu kurz kommt jetzt, sagen wir, in deinem Umfeld? Der Beruf, der Mann oder die Tochter? Nein, also der Beruf im Sinne von einer wirklichen Berufstätigkeit habe ich aufgegeben. Nein, ich meine, du bist Berufspolitikerin. Jetzt bin ich Politikerin. Ja. Nein, und dank dieser Entlastung über den Beruf habe ich natürlich sehr viel mehr. Ich fühle mich heute sehr viel freier. Mhm. Und ich habe auch mehr Freiräume wirklich. Und ich habe sehr viel Zeit für die Familie. Mhm. Und genieße das sehr. Und sowohl mein Mann als auch ich können da machen, was sich viele wünschen, nämlich beides, Familienverantwortung wahrnehmen und nebenbei selber beruflich oder eben bei mir politischer Tätigkeit noch gehen. Er hat auch können reduzieren. Hat er? Also er musste seine Karriere ein bisschen zurückstellen, damit du deine kannst machen? Überhaupt nicht. Er würde sich nie getrauen, das so zu sagen. Es ist sein Wunsch, wie bei vielen Vätern, die Vater sein wollen, ist es ein Wunsch, auch die Heim können wirklich Familienverantwortung zu übernehmen. Und ich hoffe natürlich ganz stark, dass das Thema Freibarkeit beschäftigt so viele Familien. Ja. Und ich hoffe ganz fest, dass am 3. März der Familienartikel der Bundesverfassung auch angenommen wird, der genau ein Thema aufnimmt, das für Familien in diesem Land enorm wichtig ist. Über das jetzt in dieser Sendung nicht reden. Aber gehen wir doch noch auf das mit der Familie zurück. Die SVP-Frauen haben dich angegriffen, dass du gleichzeitig Wahlkampf gemacht hast und eben hochschwanger warst. Sie haben gesagt, das sei eine egoistische Entscheidung. Damit sagt man, das Muttersein abwerten etc. Hat dich das getroffen? Nein, aber ich habe selber gestaunt darüber, dass es mich nicht getroffen hat. Und ich habe gemerkt, warum. Weil ich für mich selber eine Entscheidung getroffen habe, die absolut stimmt. Und ich bin als Typ, auch als Mutter, die unbedingt genug Zeit haben für die Familie. Und ich kann das heute leben, wunderbar. Und ich habe auch gewusst, dass ich in der Schwangerschaft Priorität ganz klar bei der Gesundheit lege. Was ich festgestellt habe, als ich dann die Äußerungen gehört habe, ist, dass es mir nicht im Traum würde in den Sinn kommen, jemand anderes für sein Lebensmodell, das er wählt, für seine Entscheidung kritisieren. Also Kolleginnen im Nationalrat, die sich anders entschieden haben, würde ich doch nicht. Ich bin in dem Sinn ein sehr liberaler Mensch. Klar. Ich finde es wirklich wichtig, dass jede Person für sich und jede Familie für sich den richtigen Weg hat. Hat dich das nicht unter Zwang gebracht, dass zum Beispiel Ursula Weiss, deine SP-Kollegin, ihre Kandidatur zurückgezogen hat, wie sie schwanger geworden ist? Ich bin so privaten und wichtigen Entscheidungen für mein Leben und für das Leben von unserer Familie nicht von dem beeinflussen lassen, was Leute links und rechts machen. Und ich bin wirklich der ganz grossen Überzeugung, es gibt nicht das Familienmodell, das besser ist als das andere, sondern es ist ganz wichtig, dass jede Familie für sich den richtigen Weg findet. Und ich fühle mich sehr, sehr privilegiert, dass wir in einer Situation sind, mein Mann und ich mit unserer Tochter, wo wir wirklich einen Weg gefunden haben, der, glaube ich, vor allem für die Tochter ideal ist und für uns eben auch sehr gut passt. Das freut mich. Du hast ja gesagt, du hättest dich nicht verändert, aber offenbar sieht man das nicht so. Der René Zeller, Inlandschef der NZZ, hat über dich gesagt, und zwar im Zusammenhang mit deiner Position in der Asylpolitik, die weichgespülte Genossin gibt Zunder. Die bisher nicht markigen Positionsbezüge sind aufgefallen, jetzt ist sie kantiger.
Also offenbar bist du dort plötzlich ganz anders auftreten und hast eine heftige Position, sogar gegen deine eigene kantonale SP-Partei, oder? Ja, das Beispiel von der Asylpolitik zeigt einfach einmal mehr, dass ich probiere abwägen, wo sind positive Elemente in der Vorlage, wo sind negative Elemente in der Vorlage. Und es ist echt wahr, um die Vorlage, die es hier geht, das ist eine Vorlage, die es einem schwerfällt, dafür zu sein, weil es hat Verschärfungen drin, die einfach mehr sich einreihen nach 30 Jahren Verschärfungen. Aber es hat positive Aspekte, die für die Zukunft des Asylwesens ganz wichtig sind. Zum Beispiel, dass wir Beschäftigungsprogramme haben und auch mitfinanziert werden vom Bund. Zum Beispiel, dass der Bund überhaupt mehr Kompetenzen übernimmt, die Gemeinden entlastet, die Kantone entlastet. Ja. Das ist etwas, das allen wichtig ist und schlussendlich auch dazu wird führen, dass die Stimmung in diesem Land betreffend Asylpolitik eben wieder ausgewogen wird. Trifft dich das, wenn man sagt, die bisher weichgespülte Genossin? Also das trifft mich überhaupt nicht. Wieso nicht? Stimmt doch auch. Ich rede ja jetzt gerade davon, von Positionen. Und man kann mir vorwerfen, das ist absolut richtig, dass ich eher langweilig bin, dass ich im Ton sehr anständig bin, dass ich abwäge und nicht einfach einseitig Positionen vertrete. Aber was man mir nicht vorwerfen kann, ist, dass ich keine Positionen beziehe. Und das ist ein Beispiel mehr. Und darum, mich lässt der Vorwurf relativ kalt, zumal ich mit dem Herrn noch nie geredet habe. Genau. Er hat sich bei mir nie gemolden. Also er kennt mich wahrscheinlich nicht. Das machen ja mir ja andere. Aber du hast ja unter anderem Position bezogen in Bezug auf den Dalai Lama, wo er in die Schweiz kam, Gal Mireille, Parteikollegin, damals Außenminister, hat nicht empfangen. Er hat auch eine andere Position gehabt. Und du hast das gemacht. Und dann ist mir ein Zitat von dir aufgefallen in diesem Zusammenhang. Ich bringe es da. Ich freue mich auf den Gedankenaustausch mit dem spirituellen Oberhaupt der Tibeter. Was für Gedanken von dir hast du am Dalai Lama mitgeteilt? Es war ein wahnsinnig eindrückliches Gespräch. Der Dalai Lama hat sich vor allem erkundigt, weil er gewusst hat, dass mir das wichtig ist, wie das der Generationendialog bei uns läuft, was für Projekte ich dort unterstütze. Und hat gesagt, dass das für ihn natürlich und für seine Gemeinschaft, die tibetische Gemeinschaft, etwas ganz Wichtiges ist. Aber von deinen Gedanken? Ich meine jetzt nicht Informationen, sondern was für Gedanken? Gedanken aus? Das ist genau das. Eigene Gedanken. Meine Gedanken, warum ich das wichtig finde, dass man auch kulturelle Aspekte weitergeht von einer Generation zu der nächsten. Gut. Und ich meine, wir dürfen schon sagen, in der Schweiz haben wahnsinnig viele Tibeterinnen und Tibeter damals vor rund 50 Jahren ein Zuhause gefunden, in einer Situation, wo andere Länder nicht dazu Hand geboten haben. Und ich habe es ganz wichtig gefunden, finde es nach wie vor wichtig. Nach wie vor wichtig, dass man, wenn er zu Besuch kommt, das auch würdigt. Und ich hoffe stark, und ich schaue ein bisschen den Aufruf am Bundesrat im Moment, weil der Dalai Lama ist wieder zu Gast im April, und dass der Bundesrat Rückgrat findet oder das Rückgrat hat, um ihn auch zu treffen. Gut. Eine letzte Frage mit einer ganz kurzen Antwort, weil die Sendung ist eigentlich vorbei. Wie alt müsste das Kind von einer Frau sein, die Bundesrätin werden will? Dein Kind ist jetzt 1 Jahr. Wie alt müsste das Kind sein? Nein. Also so verwünscht ist mich dann aber also nicht. Nein, einfach jetzt. Generell. Also generell. Wir haben jetzt einen Bundesrat, der sehr junge Kinder hat, Alain Berset. Frau Bundesrätin. Trotzdem. Also, er ist ein Vater und das ist nicht einfach. Das ist auch ein älterer Teil. Und ich wünsche mir ganz stark, dass wir in einer Gesellschaft oder in einer politischen Gesellschaft sind, wo es möglich ist, Exekutivverantwortung wahrzunehmen und Kind zu haben. Es wäre sonst ein bisschen Armutszeugnis. Okay, danke vielmals. Wir sind am Schluss von dieser Sendung. Sehr spannend, zum Teil zwischen den Zielen, aber man hat sie wahrscheinlich ein bisschen rausgespürt, was dahinter ist. Das ist ja interessant. Morgen Abend im Club geht es um dicke Menschen. Sind sie selber die Schuld an ihrem Übergewicht? Ja oder nein? Diese Sendung gibt es wieder heute in einer Woche. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann dabei wären. Gute Nacht. Und ganz eine gute Woche.